Lei Tarantino, eine auf die italienische Renaissance spezialisierte Kunsthistorikerin, sagte, dass im Jahr 1522 Giulio Romano, ein Schüler Raphaels, der mit der Dekoration der Sala di Costantino beauftragt wurde, eine Serie von 16 expliziten Gemälden von Liebenden in verschiedenen sexuellen Positionen schuf, aus Ärger über eine verspätete Zahlung von Papst Clemens VII. Einige Historiker glauben, dass Romano das Werk im Auftrag von Bibbiena erstellte. Einige Quellen berichten, dass mehrere gravierte Kopien dieser Gemälde durchgesickert sind und sich über eine Art Renaissance-Magazin mit erotischem Material namens iModi verbreiteten. Andere behaupten, dass die erotischen Gemälde nichts Außergewöhnliches waren, da im 16. Jahrhundert Sex, Kunst und Kirche eng miteinander verbunden waren. Es gibt Versionen, dass die Gemälde vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben.